Hallo meine Freunde und herzlich willkommen hier wiederum zurück zum Eurotruck Simulator 2 Multiplayer Skandinavia Addon. Vielen Dank, dass du zurückziehst und zusammen mit dem Klingi. Hallo, und man sieht genau, ist das Addon, er hat einen neuen LKW, er kann einfach von vorne nicht genug kriegen, es ist nämlich immer noch dieselbe Session. Hey, besonders, du stehst jetzt bei Nordic, ne? Bei Polarfisch. Nicht bei Nordic? Hola. Wir waren auf der gleichen Dings. Wo bist du denn abgebogen? Nach links. Wo ich rechts rum bin, bist du links rum, oder was? Also. Nee, wo du, glaube ich, gerade ausgefahren bist, bin ich links rum. Bei der ersten Kreuzung bin ich links rum. Bei dem, wo ist. Siehst du das Arbeitsamt? In Albo? Ja. Bei der Tanke, da noch eins weiter. Da stehe ich. Bei der Tanke, lass mich nicht spielen. Wenn du zu der Tanke fährst, siehst du mich. Da drüben bist du. Ah, Pula, Fisch. Du musst aber eigentlich gegenüber rausfahren. Also da, wo du herkommst, eigentlich wieder zurück. Müsste ich jetzt fahren, laut Navi. Nee, halt. Da links rum. Ja, genau, da links rum. Dann komm ich mal rausgefahren, fährst du gleich links. Ganz ja nimm, es wird gleich drehen. Ja, sehr schön. Musst du ja jede Vorfahrt lassen. Korrekt, guck dir meinen schönen Trailer an. Ah, fehlen nur noch die Schuppen. Und riech mal. Ah, oh, Polarfisch. Nee, wo war ich da rein? Ich hab eine Windturbine hinten dran, da kann man das noch verstärken. Ich lese das quasi konzentriert zum Chris, oder? Chris ist nicht mehr da mehr. Ist nicht mehr da mehr? Weiß ich nicht, hatte der einen blauen LKW? Ich glaub, ja. Da ein Mercedes, nein. Blau. Kann allerdings so sein, dass es wieder irgend so ein Paint-Job-Ding ist, was wir nicht haben. Kann so schon sein, ne? Obwohl das Design sehen wir ja eigentlich so diese. Also ich sehe da wie Wellen oder so. Rauschsalven. Oh, die blöde Auffahrt wieder. War das mit den Huckeln, oder? Huckeln? Wo das so gehubbelt hat hier. Das ist nicht die Auffahrt. Nicht. Klar ist es die Auffahrt. Das huckelt wie so. So schön. War schon mal lang. Ach ja, stimmt. Ne? Schaukelt sich in der Bude rum, sag ich da. Dafür bist du ja angeschnallt. Darum geht's nicht. Es geht um den luftgefederten Sitz. Ja, der ist ja auch noch da. Ja, aber da geht er hoch runter. Naja, ist ja logisch, aber besser wie wenn er steif ist, oder? Hast. Wenn du weich eingestellt ist, dann geht's nur einmal kurz runter, dann wirst du kurz hochgeschmissen und dann geht's wieder runter. Bin sanft. Und schon rolle ich wieder. Also wie gesagt, da geht zwar nicht in den E-Bereich, ne, aber der hört halt ab der 12 auf was zu machen. Ja. Um 12 würde ich auch gerne aufhören was zu machen. Ja? Jeden Tag am besten. Ja, Mitternacht, da bist du doch meist ruhig, oder? Jeden Mittag. Ach. Was ist denn das jetzt hier? Ich weiß nicht, was der hier vorne macht. Ich hoffe ja, dass er abbiegt. Dass du nicht warten kannst, ist ja klar. Ich freue mich allgemein, ich fahr 86 und zieh ja alle weg. Ja. Ich bin vom Gas gegangen, ich roll einfach so hinterher. Wir müssen hier eh nicht weg aus, ne? Ne, deswegen, ich habe ja gehofft, dass er vorbei. Runterfährt. Nicht vorbei fährt, runterfährt. Fährt er runter? Jo. Ne, kann sich wahrscheinlich nicht ganz so entscheiden. Er zuckelt auf jeden Fall.
Guck, ja. Da hast du schon die Windräder. Hier musst du halt abladen, oder? Ja, ja, in 615 Kilometern. Als Spedition sucht Tracker ab 16. Für seine Spedition 46, 20, 46, 67, 10, 100. EETC, deutsche Partnerfirmen. PS Elo Zentrale AT. Was schreibt der? Geht auch mit 14,5. Ja. Vor allem mit 16 hast du noch gar keinen LKW-Führerschein, darfst du den großen gar nicht fahren. Du hängst, hängt, du hängst, du hängst, aber wie du hängst. Oh, oh, jetzt hab ich schon kurz gegangen. Ja, guck mal, was hier drüben alles kommt. Was soll denn da kommen? Bäume, ein Kran? Nee, LKW nach einem anderen, nur mal die Kübel neu. So. Seh ich nicht, ich sitze so tief unten, da ist eine Leitplanke dazwischen. Ich sitze auf der Stoßstange. Polarlein. Sag mal, wenn grün wird. Ja, was sag ich dir? Wenn ich das überhaupt selber sehe. Aber oh, doch, sehe ich. Danger, Konvoi, Alter. Was ist denn da Gefahr, Konvoi? Was ist denn da ran der Gefahr? Keine Ahnung. Ne? Jetzt nicht. Jetzt. Dangerous. Oh, es sind nur einige Spieler hier. Schreibt mich irgendeine an. Der Kölle. War das der, der gesucht hat? Was, ich hab schon gerade gut überrascht. Ne, es war ja Johnny, Chef, hat gesucht. Ja, ich dachte, er meldet sich bei mir. Ja klar, mit 14,5 geht auch. Kannst du erstmal anfangen mit Reven wechseln? Und dann mit Kern. Vor allem der eine Typ, hast du gerade gesehen? Ne. Dann da stand V8 Platiner, oder wie der hieß. Und was fährt er? Den Mercedes, den großen. Nix mit V8. Abgefahren. Müssen wir nicht hier rechts runter? Ne. Ne, das ist ja hier. Das geht's hier weiter, wenn wir hier rechts dran vorbeifahren? Da geht doch die Straße auch weiter nach hinten. Nee, das ist da, wo die rausfahren. Achso, hier, nee, ja, stimmt hier. Die X, die sind sehr spät aufgeploppt. Ploppt alles generell sehr spät auf, ja. Oh, jetzt weiß er gar nicht, wo wir hingefahren sind, oder? Nö. Hat er gefragt? Nee. Chat stand jetzt nichts, aber wir hätten es vielleicht mal von uns aus sagen sollen. Oh, aber wo stehen, ne? Ah, jetzt ist er da. Hat alles mal durchprobiert, bestimmt. Runde verfahren. Ist auch, das dauert auch ewig, bis du hier aus dieser Stadt raus bist. Du musst aber nie einschlafen. Ich schlaf doch nicht ein. Jetzt fährst du da langsam. Ich fahr 40. Alter, warum? Weil hier 50 erlaubt sind. Deswegen fährt man 40. Ja. Guck mal hier, die Mutti mit dem Fahrrad. Die hoch würde ich gerne fahren. Die Mutti macht Marmelade. Ah, macht sie auch, ja. Einfach mal ein bisschen genießen, jetzt hänge ich. Ja, ich merk's schon. Und ich bin wieder bei 0. Du kennst den Leuten. Ah, wenn man dich vorne wegfahren lässt. Ja, und dich erst. Bei mir geht's wenigstens. Ich habe heute keine 30% Steuerschaden verteilt. Ja. Das obwohl ich Abstand hatte. Ja, aber machen wir mal hier die Kanzel auf. Ja gut, so viel sehen wir gar nicht. Stehst du schon wieder? Ja, weil du gerade eben schon wieder geruckt hast. Ja, schön. Ich war nochmal 60, volle Esse. Dafür ist es doch hier so schön. Guck dich doch mal um. Ja, ich guck mich um. Mit Zone Einkaufszentrum links. Rechts, Pelz. Ja, ist doch schön, oder? Hm, total schön. Total schön. Findest du nicht?
Ja. Gut. So, jetzt kann ich hier wieder rein. Ich muss hier nicht rein, ich muss gerade alles weiter. Aber du hast. Ja, es gibt zwei Fragezeichen. Guck mal, was das für welche sind. Ich hab schon alles aufgedeckt. Eher das Arbeitsamt. Ja, das sehe ich von hier. Das andere ist eine Firma. Eine Firma? Also eine Garage. Ja. Ach, da muss ich durch den Tunnel noch durch, alles klar. Du Klon, dass das nicht funktioniert. Sehe ich so. Wo muss ich hier rein? Matze Games TV. Ist damit? Ja, aus gerade mehr kriegen. Du hast nichts gemacht. Nur Mercedes steht hier rum. Und da hat jeder schon mal dein MP4 fahren. Weil er völlig geht hier unbedingt rumstehen muss. Sehr schön. Wo bist du jetzt, an welcher Firma? Du bist gerade ausgefahren, gell? Trecker bin ich. Bei Trecker. So. Was haben wir hier? Schönes. Hab ich wieder Esbjerg? Ich war gerade erst zu dir. Eckhart. War das dann ja irgendwo spezielle Abbogung, Biegung? Ne, hinten einfach da geradeaus weiter und dann fährst du in den Tunnel rein. Den Tunnel? So durch den Tunnel durch, bis voll durch bist und dann irgendwann mal rechts und kommt dieses Trecker. Also da, wo du links reingefahren bist. Da nur geradeaus, oder? Da nur geradeaus, immer weiter geradeaus. Dann kommt so eine blöde Brücke, da steht noch ein Fotoapparat oben drauf. Ja, ich bin nicht so, ich war in der komischen Dings mit drin, in den inneren Kreisen. So, nee. Genau, an der Danke vorbei. Danke fürs Blitzen, du Füllung. Nach dem Tunnel fährst du quasi mal rechts rein dann.
Und da dann noch ein 200-300 Meter weiter vor und dann kommt das rechts. Schön, fährt los mit Vollgas, mit seinem MP4, hupt zweimal und küsst erstmal den Hausmauer. Hat gut geklappt. Also das sind zwei Firmen, ne? Fährst du rechts rein, dann noch ein Stück vor und dann wieder rechts. Dann links ist auch noch eine. Eckhardt, Rand? Trecker, ha? Ja. Eckhardt. Nicht Eckhardt? Mit E, sondern mit D. Ja, Decker. Trecker. Was machst du da? Blenden. Und du darfst die Folge abmoderieren. Okay, dann mach ich das mal. Das Däumchen nicht vergessen. Ich denke mal, das war's jetzt auch mit dieser Session. Ja. Und wir sehen uns dann am Mittwoch. Genau. Gut. Tschüss.